Wir wollen aber trotzdem als Stadt die Vereinbarkeit von sozialem Leben und den Regeln der Pandemie so lange wie möglich und so gut wie möglich vereinbaren. Und damit spiele ich einmal auf den Weihnachtsmarkt ab. Dazu hat sich auch der Ministerpräsident verhalten, was ich gut finde, da das ganze Land im Blick zu haben und gemeinsam zu entscheiden, wie man zum Beispiel einen Weihnachtsmarkt miteinander verbringen kann. Wir haben uns in Flensburg dazu aufgestellt. Ich habe heute Frank Dirksen mit dabei, dem ich jetzt einmal kurz das Wort geben würde, um einmal uns vorzustellen, wie kann das gehen in diesen Zeiten. Ja, Frank Dirksen, mein Name. Ich bin der erste Vorsitzende im Landesverband der Schausteller und Marktkaufleute in Schleswig-Holstein. Also bei uns ist es so, dass wir seit letztem Jahr schon pandemiebedingt Veranstaltungen gemacht haben, also unter Pandemiebedingungen. Und da haben wir halt sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, dass wir immer wieder auf die Regeln hingewiesen haben. Wir haben es ganz offen kommuniziert mit Schildern, mit Hinweisen an die Kundschaft. Und für den Weihnachtsmarkt in diesem Jahr wird es halt ähnlich laufen. Die 2G-Regel kommt ja nun in den Innenbereichen, was für uns auch kein Problem ist, es zu handeln. Und deswegen sehe ich da jetzt eigentlich kein großes Problem, den Weihnachtsmarkt unter diesen Bedingungen durchzuführen. Ich würde das gern selbst noch ergänzen, als dass mit den heutigen Eckpunkten des Ministerpräsidenten auch noch mal ganz bewusst darauf oder ein Hygienekonzept eingefordert wird. Und wir werden es als Stadt eng begleiten. Wir werden uns gemeinsam offen halten müssen, entsprechend zu reagieren, wenn es zu einer sehr dynamisch schlechten Entwicklung kommen sollte, muss alles denkbar sein. Da muss auch denkbar sein, zu sagen, wir müssen den Weihnachtsmarkt schließen. Also bis dahin sind wir offen, alles zu tun. Solange es aber vereinbar ist, wollen wir es miteinander begehen. Ich möchte an dieser Stelle gerne auch nochmal abschließend etwas nochmal allgemein aufrufen, ob wir gemeinsam auch in der Weihnachtszeit es schaffen, den Abstand zu halten, liegt auch daran, wie wir uns selbst zum Beispiel bei freiwilligen Maßnahmen verhalten. Wir sprechen deshalb schon jetzt zum Beispiel für den Weihnachtsmarkt die dringende Empfehlung aus, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Weihnachtsmärkte sind in der Regel Orte, wo sich viele Menschen begegnen. Wir prüfen aktuell, ob eine Pflicht zum Tragen des Mund-Nasen-Schutzes dort angewandt wird. Wäre dann für uns der nächste Schritt. Heute bleibt es bei der dringenden Empfehlung, das zu tun und mitzumachen, dabei zu helfen, dass wir eben Alltagsleben und Pandemie übereinkriegen.